Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute zeige ich euch gleich zwei Gerichte, die ich sehr gerne an Ramadan zubereite. Es ist zum einen die Shorba Beda. Shorba Beda ist eine algerische Suppe, die traditionell an Ramadan gemacht wird, also sozusagen so wie bei uns die Lhereda, eine traditionelle Ramadan-Suppe. Und zum anderen sind es Gemüsesemmen, also vegetarische Semmen mit einer leckeren Füllung. Ganz simpel gehalten und das Beste ist, wir sparen uns da nochmal super viel Zeit bei der Zubereitung, denn die Semmeln werden im Backofen gebacken. Und das Ergebnis ist wirklich mega gut, denn durch diese ja etwas spezielle Faltmethode, würde ich jetzt mal sagen, werden die Semmeln so richtig schön blättrig und knusprig. Also der Teig erinnert schon sehr an Blätterteig, obwohl es kein Blätterteig ist. Also wirklich der Hammer. Probiert es auf jeden Fall aus. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal direkt an mit der Shorba Beda. Und hier kommen jetzt die Zutaten. Wir benötigen Hähnchenfleisch und da ist es ganz egal, ob wir Hähnchenbrustfilet nehmen oder andere Hähnchenteile. Des Weiteren brauchen wir gehackte Zwiebeln, Kichererbsen. Meine sind hier vorgekocht aus der Dose. Ihr könnt ihr aber natürlich auch eine Nacht vorher einweichen. Gehackte Petersilie, Fadennudeln. An Gewürzen benötigen wir ganz wenig, wie ihr seht. Also da brauchen wir nur Smin, weißen Pfeffer, eine Zimtstange, etwas Salz und einen Hühnerbrühwürfel. Außerdem Eigelb und Zitronensaft. So, dann fangen wir mal mit der Zubereitung an. Also in meinem Topf habe ich schon mal so ein bisschen Öl hineingegeben. Dazu gebe ich jetzt mein Smin und lasse das erstmal, erhitze das erstmal so ein bisschen. Entschuldigung. Es duftet wirklich. Also Smin ist hier sehr entscheidend in dieser Suppe. So, und der mein, also mein Smin ist echt wirklich jetzt 2 Jahre alt. Und je älter der wird, umso geschmacksintensiver wird ist der. Also es ist wirklich der Hammer. Jetzt gebe ich die Zwiebeln hinein und lasse die so ein bisschen andünsten. Es duftet wirklich herrlich. So. So, ich lasse es jetzt so ein bisschen anbraten, sodass ein bisschen Röstaromen entstehen. Nachdem sich jetzt schöne Röstaromen gebildet haben, lösche ich das Ganze mit Wasser ab und gebe die Gewürze sowie die gehackte Petersilie hinein. Wenn ihr eingeweichte Kichererbsen verwendet, dann gebt sie an dieser Stelle mit rein, denn die brauchen ja halt ein bisschen länger als die vorgekochten Kichererbsen. Und jetzt lasse ich die Suppe bei mittlerer Hitze circa 30 Minuten kochen. Nun entnehme ich das Fleisch aus der Brühe, um es in kleine Stücke zu schneiden und gebe jetzt schon mal die Kichererbsen mit rein und lasse das Ganze zunächst mal für 5 Minuten kochen. Ich habe hier nämlich vorgekochte Kichererbsen aus der Dose genommen, deswegen braucht das Ganze halt nicht so lange. In der Zwischenzeit verquäle ich das Eigelb mit dem Zitronensaft und etwas gehackter Petersilie.
Zum Schluss füge ich noch die Fadennudeln und mein Eigelb-Zitronengemisch hinzu, rühre alles gut um und jetzt passt auf, sobald ich die Mischung hier reingebe, verändert sich die Suppe, die Farbe der Suppe und dickt auch somit gleichzeitig ein. Das heißt, es ist hier überhaupt nicht notwendig, noch irgendeine Stärke oder noch Mehl, ein bisschen Mehl unterzurühren, denn die Suppe wird dick genug, beziehungsweise dickflüssig genug. Ja, und jetzt lasse ich das so lange weiterkochen, bis die Nudeln gar werden und dann ist Speise Nummer 1 auch schon fertig. So, kommen wir zur zweiten Speise und zwar zu den gefüllten Simmen. Da bereite ich zuerst die Füllung zu, damit die schon mal in aller Ruhe abkühlen kann. Die geht auch super schnell und ist also auch ganz easy. Hierfür dünste ich einfach das Gemüse in etwas Olivenöl nach und nach an. Also das heißt, das Gemüse, was halt am längsten braucht, kommt als erstes rein, bis alles schön gar wird und gelegentliches Umrühren sorgt nämlich dafür, dass alles schön gleichmäßig und schnell gar wird. Also nichts anbrennen lassen, Leute. Und hier würze ich auch nur mit Salz und Pfeffer, mehr nicht, denn ich möchte, dass hier der Geschmack vom Gemüse mehr zur Geltung kommt. Und glaub mir, es fehlt hier auch nichts. Also das schmeckt wirklich mega lecker. Ja, anschließend fülle ich die Füllung in eine Schale um, damit sie schneller abkühlen kann und stelle sie zunächst beiseite. Das Mischungsverhältnis vom Teig besteht hier aus Hälfte Mehl und Hälfte Hartweizengrieß, allerdings den feinen Hartweizengrieß. Und ja, diese gebe ich in die Schüssel meiner Küchenmaschine und vermische sie miteinander. Ihr könnt den Teig natürlich auch mit den Händen kneten, klar, keine Frage. In der Mulde gebe ich die Trockenhefe hinein, am Rand das Salz und füge zunächst ein wenig Wasser in die Hefe und lasse sie erstmal leicht aufquellen. Jetzt lasse ich den Teig gute 10 Minuten kneten und gebe dabei peu à peu Wasser hinzu. Und hierbei ist es wirklich wichtig, so lange zu kneten, bis der Teig schön weich und elastisch wird. Denn nur so ergibt sich eine gute Glutenentwicklung, die wiederum für die Verarbeitung sehr ausschlaggebend ist. Das heißt, wenn ihr nicht gut oder lang genug knetet, lässt der Teig sich am Ende auch nicht so gut verarbeiten. So einfach ist es. Nachdem der Teig gut durchgeknetet ist, gebe ich diesen auf ein eingefettetes Backblech und forme daraus gleich große Kugeln. Die lasse ich zugedeckt erstmal 10 Minuten ruhen und in der Zwischenzeit vermenge ich die Füllung mit Käse. Ich habe mich hier für Cheddar-Käse und Hirtenkäse entschieden, weil ich diese Kombi einfach liebe und mega lecker schmeckt. Und natürlich könnt ihr auch Käse nach eurem Geschmack nehmen. Anschließend bereite ich meine Butterölmischung vor und dann kann ich eigentlich auch schon direkt mit den Falten loslegen. Hier bereite ich zuerst den Teig zu normalen Fladen, das heißt von der Falltechnik her so vorbereiten, als würde ich jetzt ganz normal im Simmen herstellen. Also auch zwischendurch, zwischen jeder Lage mit Grieß bestreuen und mit der Öl-Butter-Mischung beträufeln. Ihr wisst ja, viel hilft viel. In diesem Falle schon, denn Ziel ist es, nach dem Backen ein schönes, blättriges Ergebnis zu bekommen, das sehr an Blätterteig erinnert. Und nur so kriegen wir das schön hin. Und diesen Vorgang führe ich erstmal so fort, bis ich erstmal alle Kugeln verarbeitet habe.
Bevor ich den Fladen wieder verarbeite, fette ich erstmal die Arbeitsfläche wieder ein, so lässt er sich nämlich besser ausbreiten. Und zwar forme ich den Fladen rechteckig und breite den 5 mm dick aus. Dünner würde ich jetzt nicht gehen, sonst gehen die beim Backen im Ofen wieder auf und da würde jetzt auch die ganze Füllung wieder rausschwappen. Das wäre nicht so schön. Und ja, 2 Esslöffel von der Füllung schön in die Mitte verteilen, dann zusammenklappen, anschließend zu einer Tasche formen, wie ihr hier sehen könnt, und direkt auf ein Backblech legen, welches natürlich mit Backpapier ausgelegt ist. Nun kommen die für ungefähr 20 Minuten bei 180 Grad Umluft im vorgeheizten Ofen. Und übrigens, ich wollte noch mal was gesagt haben. Also diesen Knuspertest, den ihr vorher gesehen habt, da war noch kein Ramadan. Also das Video war vorgedreht. Ja, keine Panik. Nicht, dass irgendwelche Missverständnisse entstehen. Ja, das wollte ich jetzt nur mal gesagt haben und klarstellen. Und zum Zweiten möchte ich doch einmal gerne darauf hinweisen, dass all meine Rezepte, die ich hier poste, die gibt es ja nochmal schriftlich auf meinem Blog zum Nachlesen und sogar zum Ausdrucken. Also der Link, der ist nämlich in der Infobox. Also schaut doch einfach mal bitte in die Infobox, klickt auf den Link und dann gelangt ihr direkt zum Rezept. Also macht euch bitte nicht die extra Arbeit und die Mühe und schreibt euch das nochmal alles auf. Die Arbeit, die habe ich für euch schon erledigt und ja, insofern war es das auch schon für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn ihr dem ein Like hinterlässt und ja, viel Spaß beim Nachmachen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!